Servus Leute, willkommen bei Angeln Around. Mindestens Mitte Oktober. Und ich bin jetzt heute einen kleinen Fluss gefahren zum Fiedern. Sieht eigentlich recht gut aus. Wir haben zwar noch Hochwasser, aber das ist gerade langsam am Zurückgehen. Und das ist eigentlich die perfekte Beißzeit, wenn das Hochwasser zurückgeht. Der Fluss ist noch trüb. Oh, so ein Biss. Ab, weg. War ein kleines Rotauge, so wie es aussieht. Ja, sieht eigentlich ziemlich gut aus. Erste Biss, Schokett. Ich angel hinter im ruhigen Bereich. Da sammeln sich die Fische bei Hochwasser. Und als Köder verwende ich heute hauptsächlich kleine Würmer. Weil das ist hier eigentlich der beste Köder für jeden Fisch hier. Ja, vielleicht kriegt man Karpfen drauf. Hier hat es eine Handvoll drin. Ich habe noch keinen gefangen bis jetzt. Ich rechne mal mit Rotauge, vielleicht ein Döbel oder so. Aber hier kann alles beißen. Gucken wir mal, was kommt. Ich zeige euch jetzt noch das Gerät und dann legen wir auch schon los. Als Rute kommt eine 4,20 Meter lange Heavy Feeder Rute zum Einsatz. Eine Daiwa Rolle und eine 0,30er Schnur. Das ist zwar alles ziemlich brachial, aber ich brauche das hier auf jeden Fall. Hier sieht man, da sind überall Weide, wo ins Wasser hängt. Beide Seiten. Dazu haben wir noch Hochwasser. Und ich muss hier jederzeit mit einem dicken Fisch rechnen. Säge ist das auf keinen Fall übertrieben hier. Und die Rotauge beißen trotzdem drauf. Ja, das war's auch schon. Ja, wenn wir so eine Stelle hier finden, dann hat man eigentlich fast schon gewonnen. Sieht man jetzt ein bisschen schlecht, aber hier vorne zieht die Strömung vorbei bei mir. Und am anderen Ufer hat sich ein ruhiger Bereich gebildet. Und genau in dem ruhigen Bereich, das ist auch eine leichte Kehrströmung. Da biete ich meinen Köder an. Die Fische ziehen bei Hochwasser immer in ruhige Bereiche. Ja. Und da fangen wir sie jetzt. So, zur Montage. Ich verwende heute einen 30 Gramm Korb. Der bleibt gerade noch so liegen. Das ist eigentlich gut. Hier so eine Perle mit Wirbel von Preston. Da kann ich jetzt den Futterkorb auswechseln und der gleitet viel besser in der Schnur. Das Ganze habe ich an einer Schlaufenmontage. Das heißt, der Futterkorb kann ca. 50 cm in der Schlaufe laufen. Dann kommt ein 20er Vorfach und am Ende direkt ein 10er Hake hinbunden. So, schaut euch mal das riesen Rotauge an. Super Fisch. Ich hatte erst einen Hänger, der hing auch bombenfest. Und dann hat er sich irgendwie gelöst und dann war auch noch das Rotauge hier dran. Also super Fisch. Das hat locker 30 cm. So, jetzt hat sich hier irgendwas Schönes mein Köder geschnappt. Bin mal gespannt, was da jetzt rauskommt. Brutal, der zieht hier mit der Strömung mit. Ich konnte im ersten Moment gar nichts machen. Und der lässt sich jetzt kaum herpumpen durch die Strömung. Aber ich habe ihn zumindest mal von den Büschen weg. Ich glaube jetzt nicht. Wunderschöner Karpfen. Richtig geil. Das ist schon was Besonderes an dem Fluss hier. Ich bin noch nie einen Karpfen gefangen. Ja! Im Netz. Schau doch mal das Prachtexemplar an. Das war wirklich gerade ein Hammerdrill. So, hier haben wir das super Teil. Das ist echt ein Traum für mich. Hier in dem Fluss hier, nie damit gerechnet. Trotz Hochwasser.
ein unglaublicher Drill. Der ist komplett mit der Strömung mit. War auch kurz unter die Bäume. Weltklasse. So, es ist 3:30. Ich schalte erstmal die Bundesliga-Konferenz ein und hoffe, dass ich hier noch ein paar Fische überlisten kann. Bis jetzt bin ich eigentlich ziemlich zufrieden. Schöne Karpfen und viele Rotauge. Ja, gucken wir, was da kommt. Aber hier wird ein schöner Fisch im Drill. Und was ist? Boah, schönes Rotauge. Das ist mal ein Koffer. Solche Rotauge wünscht man sich doch. Schönes Rotauge. Echt schöne dicke Fische hier. Als Futter kommt heute eigentlich eher würzige Mischung zum Einsatz. Da habe ich im Herbst immer gute Erfahrungen damit gemacht. Ja. Als Köder verwende ich gerade halbe Tauwürmer, weil mir die Dendrobenas ausgegangen sind. Aber das klappt genauso gut. Auch die Rotauge nehmen wir dann ohne Probleme hier. Die haben wohl ziemlich Hunger jetzt im Herbst. So, jetzt sind wir was ganz Besonderes gefangen. Das sieht mir nach einer Hasel aus. Ja, das dürfte eine ziemlich große Hasel sein. Das erkennt man am länglichen Körper und an die gelbe Auge. Ja, auch mal interessant, nicht schlecht. Schönes Rotauge. Also wirklich traumhafte Fische. Perfekte Färbung, richtige Kaliber, da freut man sich doch. Wieder ein super Rotauge. Ah, das ist echt unglaublich hier. Guck dir mal das Prachtexemplar an. Das kann man, glaube ich, ohne Probleme als Kapital bezeichnen. Super Fisch. Hat auf eine halbe Tauwurmbisse. Das freut mich. Das ist schon das dritte in dem Format hier. Echter Rotauge-Tag heute. So, das war's auch schon. Ich packe jetzt dann zusammen. War ein richtig geiler Tag. Mein erster Karpfen auf der Strecke hier im Fluss.
Und das ist wirklich was Besonderes hier. Und auch gleich so ein schöner. Habe ich mich richtig gefreut. Aber mindestens genauso gut waren auch die Rotauge. War richtig Kapitale dabei. Und die gucken wir uns jetzt mal an. So, schau ich das mal an. Absolutes Traumergebnis. Das nenne ich mal Kapitale Rotauge. So, hier haben wir nochmal die vier Kapitale. Also super Fische, habe ich nie erlebt. Klasse, die dürfen natürlich gleich wieder zurück jetzt.